Die Integration des Kopfes, sowohl im Körper wie auch im Raum, ist von großer Bedeutung im Umgang mit der Nackenproblematik. Durch die viele Bildschirmarbeit verbringen wir nicht nur einen großen Teil des Tages in einer für unseren Rücken und insbesondere unseren Schulter-Nackenbereich ungünstigen Haltung. Auch unsere Augen ermüden zunehmend. Die Spannung der Augenmuskulatur überträgt sich via Nervenbahnen an die tiefen, kurzen Nackenmuskeln und führt dort zu Verhärtungen, die neben Verspannung auch Kopfschmerzen erzeugen können. Über ein bewusstes Bewegen der Augen werden die Strukturen wieder flexibel und elastisch, sodass ein Gefühl von Freiheit und Lockerheit entstehen kann. Vor Beginn der Übungssequenz in der Rückenlage die Arme neben den Körper legen, die Beine ausstrecken und die Wahrnehmung für einen Moment in die Schulter-Nackenregion lenken. Wie fühlt sich der Bereich Ihres Körpers an? Wenden Sie den Kopf von rechts nach links. Wie fließend ist die Bewegung? Und wie groß ist der Bewegungsumfang? Rechts gleich wie links? Nehmen Sie Spannung wahr? Und wenn ja, wo? Beginnen Sie jetzt mit Ihrem Übungsprogramm und machen Sie diese Wahrnehmungsübung am Ende der Praxis noch einmal. Beobachten Sie, ob sich etwas verändert hat und wie es sich dann anfühlt. In der Rückenlage die Füße aufstellen, den Ball in die Hände nehmen und die Arme über der Brust senkrecht nach oben strecken. Stellen Sie sich vor, Ihre Schulterblätter sind Ihre neuen Füße. Beginnen Sie mit diesen neuen Füßen auf dem Boden zu gehen. Heben Sie eine Schulter vom Boden, während die andere in die Erde sinkt. Die Ellbogen dabei gestreckt lassen und den Ball zwischen den Händen vertikal auf- und abrollen. Den Kopf in der Mitte ausgerichtet lassen. Das Übungstempo variieren. Die Bewegung mal ganz klein und schnell machen, dann wieder groß und langsam. Den Brustkorb um die Wirbelsäule drehen. Der Bewegungsablauf ist getragen vom eigenen Atemrhythmus. Das Übungstempo variieren. Die Arme senken, loslassen, nachspüren. Die Arme wieder senkrecht nach oben ausstrecken, den Ball zwischen den Händen. Wiederholen Sie die gleiche Übung nochmals. Gehen Sie mit den Schulterblättern wie mit Füßen auf dem Boden. Erlauben Sie dem Kopf diesmal mit zu einer Seite zu rollen. Der Atem ist lang, regelmäßig und fein. Entspannen Sie den Geist, sodass sich Ihr Körper der Energie und dem Fluss Ihrer Muskeln hingeben kann. Üben Sie locker und mühelos. Innehalten, die Arme senken, entspannen und nachspüren.
Strecken Sie die Arme wieder nach oben und wiederholen Sie die gleiche Übung. Diesmal lassen Sie den Kopf zur Gegenseite rollen. Langsam üben, auf jedes Detail achten. Den Atem entspannt fließen lassen, nichts forcieren. Innehalten, die Arme senken, loslassen und nachspüren. Für diese neue Übungsfolge den Ball erneut auf Brusthöhe ausstrecken. Jetzt die Arme von einer Seite auf die andere bewegen. Kopf und Blick bleiben in der Mitte ausgerichtet. Den Atem fließen lassen. Beobachten Sie jedes kleinste Detail. Einige Male im eigenen Atemrhythmus wiederholen. Innehalten, die Arme senken, loslassen, nachspüren. Den Ball nach oben strecken, die Schultern entspannt lassen und die Arme wieder von einer Seite auf die andere bewegen. Diesmal den Kopf und Blick mit dem Ball mitgehen lassen. Kopf und Blick folgen dem Ball. Wie verändert das den Bewegungsumfang im Vergleich zu vorher? Einige Male im eigenen Atemrhythmus wiederholen. Innehalten, die Arme senken, loslassen und nachspüren. Die Arme senkrecht nach oben strecken und den Ball mit gestreckten Armen von rechts nach links bewegen. Kopf und Blick gehen jetzt in die entgegengesetzte Richtung. Wenn der Ball nach rechts geht, drehen Kopf und Blick nach links. Geht der Ball nach links, rollt der Kopf nach rechts und der Blick folgt. Wie ist der Bewegungsumfang jetzt? Bleiben Sie geschmeidig, innerlich weit. Innehalten, die Arme senken, loslassen und nachspüren. Die Arme wieder nach oben strecken, die Schultern entspannt lassen und den Ball von einer Seite zur anderen bewegen. Bei dieser Variante
den Blick auf den Ball lassen und den Kopf in die Gegenrichtung rollen. Das heißt, die Augen folgen dem Ball, der Kopf geht entgegengesetzt. Fällt Ihnen diese Variante leicht oder ist es eine Herausforderung? Gelingt es Ihnen, die Bewegung so zu koordinieren, dass sie geschmeidig bleibt? Wie wirkt diese Variante auf Ihren Atem? Gleichmäßig und langsam atmen. Innehalten, die Arme senken, entspannen und nachspüren. Die gleiche Bewegung mit den Armen ausführen. Bei dieser letzten Variante den Kopf auf die gleiche Seite rollen lassen wie den Ball. Die Augen in die Gegenrichtung bewegen. Das heißt, wenn Ball und Kopf nach rechts gehen, die Augen nach links bewegen. Drehen Ball und Kopf nach links, gehen die Augen nach rechts. Diese Übung kann am besten wirken, wenn die Aufmerksamkeit voll und ganz auf den Bewegungsablauf ausgerichtet ist. Finden Sie das richtige Maß an Anstrengung und Loslassen, sodass der Atem frei fließen kann und Ihnen die Übung wohltut. Innehalten. Die Arme senken, den Ball weglegen und beide Beine wieder ausstrecken. In der Rückenlage tief ein- und langsam ausatmen. Mit der Wahrnehmung in die Schulter-Nackenregion gehen. Wie liegt der Kopf jetzt auf im Vergleich zu Beginn der Übungssequenz? Den Kopf locker von rechts nach links rollen. Wie geschmeidig ist die Bewegung jetzt? Wie groß ist sie? Hat sich etwas an der Qualität oder der Bewegungsamplitude geändert? Den Kopf wieder mittig ausrichten und entspannt zurück auf die Matte sinken lassen. Dabei tief ausatmen.